Alle Spiele der Regionalliga West exklusiv auf Sport Total. Ein herzliches Hallo zur Regionalliga West live auf Sport Total. Und nein, Sie haben sich nicht verguckt. Wir sind tatsächlich hier live bei Strahlen gegen Preußen Münster, aber wir sind weder in Strahlen noch sind wir in Münster, denn heute findet diese Partie in Homberg statt. Der Verein keinen Schnellschuss machen möchte, aber die Zeit rennt natürlich gegen einen. Also man kann hier auch nicht wochenlang rumdoktern und hoffen, dass sich das irgendwie besser. Erster Angriff jetzt für Strahlen, läuft in den Strafraum, das sah nach dem Kontakt schon aus. Schauen wir uns direkt nochmal an. Harus hier, gutes Dribbling, guter Antritt. Ja, und da kann man auch schon auf Elfmeter entscheiden. Also da bin ich mir nicht ganz sicher, ob Schiedsrichter Esch da richtig lag. Und hier auch der erste Faller im Strafraum. Und schauen wir auch hier nochmal drauf. Gute Ballbehauptung da und Langlitz, der reindribbelt. Ah, schwierig, schwierig. Auch hier gab es einen Kontakt. Allerdings würde ich sagen, dass der nicht so klar war wie bei Strahlen auf der Seite. Also hier bin ich eher beim Schiedsrichter, dass man das laufen lassen kann. Normaler Ausweichspielort der Strahlner. Kleve, oh, super von Miyamoto, der den Ball hier gewinnt. Passt ein bisschen zu steil, aber Kuruk jetzt. Gute Ballbehauptung. Harus widerlegt ab. Erster Schuss. Und nochmal Harus, guter Haken. Aber Situation doch geklärt. Was man eben an einem Samstagnachmittag so macht. Weiter Einwurf da. Kopfball nicht ganz raus. Münster bleibt gefährlich. Erster Schuss. Durch Mata. Ja, T-Klapp nun auch mit dem ersten Abschluss. Und Eck bei Münster. Und die erste richtig gute Kopfballmöglichkeit für Alexander Langlitz. Das zieht sich gerade ein bisschen durch das Strahlener Spiel. Harus setzt nach, bekommt die erste Abschlussmöglichkeit. Da war ein bisschen der Arm dabei, aber Schiedsrichter Esch lässt es laufen. Genau, diese Seitenwechsel sind es, die bei Preußen deutlich besser klappen. Guter Haken da. Und der Abschluss, Paris zur Stelle, aber gute erste offensive Aktion von Obi Yapwa. Der SCP auf jeden Fall die Anlaufstelle Nummer 1. Flanke von Loretz rutscht fast durch, T-Klapp aus der zweiten Reihe. Ja, warum nicht? Wiekamp nun also positionsgetreu Wechsel da und da kommt er auch zum Kopfball direkt. Das wäre natürlich die Geschichte des Tages gewesen. Wegkampf direkt mit dem ersten Ballkontakt. Ecke Grote. Langer Ball, Wegkampf wieder. Und jetzt ist er drin. Langlitz noch dazwischen gegangen, klaut dem Eingewechselten quasi das Tor. Aber das ist, glaube ich, allen Münsteranern egal. Nehmen wir nochmal Ecke Grote. Ganz lang, Wegkamp kommt wieder frei zum Kopfball und Langlitz, der da noch die Rübe reinhält. Heute sieht das wieder ähnlich aus. Man führt 1:0, allerdings scheint die Mannschaft diesen Vorsprung deutlich besser zu verwalten. Und hier jetzt nochmal die Chance und der Deckel drauf. Preußen Münster, wie angesprochen, nimmt die Führung mit und erhöht auf 2:0 in der 86. Minute. Scheibe Obi Yapwa, damit den nächsten Scorerpunkt sammelt. Hier sehen wir es nochmal gut von Buschama, der den Ball festmacht. Obi Yapwa dann im Doppelpass und dann zack. Durch die Hosenträger von Trainer Paris, von Torwart Paris natürlich. Aber es fehlt einfach die offensive Kreativität. Mata nochmal. Und der schießt. Aber auch nicht genau genug. Hohen Bälle werden nochmal von A nach B geschlagen.
Und Schiedsrichter Esch beendet diese Partie hier in Domberg. Preußen-Münster schlägt den SV Strahl mit 2:0. Und das mehr als verdient nach guten 45 Minuten und moderaten 45 Minuten, würde ich fast sagen. Ja, Leute, das Video muss jetzt fertig werden. Wie ist das jetzt hier? Was ist hier? Playlist. Ja, okay. Und hier unten? Abonnieren. Ja, war's das? Oder ist hier noch was? Letztes Video. Ja, sag ich ja. Alles gut.